Arzneimittel und Medizinprodukte sind weltweit lebenswichtig und gehören zum Alltag. Bloß wie kommen sie zu den VerbraucherInnen? Rechtzeitig und sicher. Für diesen Einblick begleiten wir ein Arzneimittel und schauen dem weltweit führenden Logistikanbieter über die Schulter. Deutsche Post DHL Group. Mein Name ist Murat Esmolo, ich bin der Business Unit Director hier für den Sektor Life Science and Healthcare. Ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Wir liegen direkt mit dem Campus an der Autobahn. Wir sind circa in 20 Minuten am Flughafen. Wir sind nördlich von Frankfurt. Das gibt uns einen gewissen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Wir haben insgesamt 70.000 Quadratmeter auf drei verschiedene Standorte verteilt. Wir haben insgesamt 80.000 Palettenstellplätze mit 700 Mitarbeitern. Zurück zu unserem Arzneimittel. Es kommt derweil sicher am Lager an. Mitarbeitende kontrollieren es nun auf Qualität und Chargenreinheit. Danach wird es vollautomatisch eingelagert. Das Besondere an diesem Standort ist, dass wir hier in den vergangenen Jahren sukzessiv in den Ausbau unserer Logistikkapazitäten für den Pharmabereich investiert haben, sowohl für Bestandskunden als auch für Neukunden. An diesem Campus, der aus verschiedenen Gebäuden und Lagerhallen besteht, sind wir in der Lage, sämtliche Logistikdienstleistungen für den Pharmabereich abwickeln zu können. Das geht von einfacher, konventioneller Einlagerung und Kommissionierung bis hin zu hochkomplexen, hochautomatisierten Lagerlösungen. Das Medikament ist inzwischen vom Lagerverwaltungssystem vollautomatisch wieder ausgelagert worden. Unbemannte, haushohe Roboter transportieren die Ware zum Packbereich, wo Mitarbeitende dann den Versand vorbereiten. Menschen und Maschinen arbeiten hier effektiv und flexibel zusammen, nach höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards. Im Jahre 2022 haben wir unseren Campus erweitert mit einer weiteren Logistikhalle in Größe von 30.000 Quadratmetern. Auch dort haben wir verschiedene Temperaturbereiche, speziell die Freeze- und Cooling-Areas haben wir erweitert und die Gefahrstoffbereiche können wir bis zu 10.000 Palettenstellplätze einlagern. Wir können jede Dienstleistung abdecken für unsere Kunden. Wir haben alle Zertifikate, die hier in der Pharmalogistik benötigt werden, GDP, GMP und genauso auch die ISO 13485. Was können wir damit machen? Wir können hier ganz viele Value-Added-Services umsetzen, wie zum Beispiel Kitting, Labeling und Sampling. Am Standort Florstadt ist das neue Logistikzentrum ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg zu klimaneutralen Lägern. Das neue Gebäude wurde sogar mit dem Goldstandard der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. DHL Supply Chain wird hier mit seiner Verantwortung für nachhaltiges Handeln gerecht. Das Arzneimittel ist schließlich bereit für die Auslieferung und den Transport im DHL-Truck. Sicher und rechtzeitig gelangt es in eine der tausenden Apotheken, Krankenhäuser und medizinischen Versorgungszentren des Landes. Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig stabile und robuste Lieferketten weltweit sind. Das wird auch in Zukunft höchste Bedeutung haben. Gerade vor dem Hintergrund gesundheits- und geopolitischer Krisen hat die reibungslose und zuverlässige Versorgung mit Arzneimitteln weltweit höchste Priorität. Und hier in Florstadt leben wir Tag und Tag unseren Unternehmenszweck, Menschen verbinden, Leben verbessern. Wir als Logistikdienstleister müssen sicherstellen, dass unsere Kunden, Patientinnen und Patienten, das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar haben. Wir sind uns dieser Verantwortung sehr bewusst, denn letztendlich geht es um die Gesundheit, ja um Menschenleben. DHL Supply Chain ist ein stets verlässlicher, leistungsfähiger und erfahrener Partner in der globalen Gesundheitslogistik. Für alle Menschen.